Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Gretchen New Horizons zum mit der lieben Silence, der lieben Blue Jenny. Hallöchen. Und ihr möchtet gern Scharfschützen Flame. Hallo. Oh nein, ich hab's nicht doppelt gesagt. Ja, wir haben. Wir haben letztes Mal die Inkubator aufgestellt. Haben da auch angefangen, die ersten Enzyme zu produzieren. Haben unten noch ein paar Maschinen gemacht. Und haben alles für 4K-Festplatten vorbereitet. Da ist nur das Problem. Die 4K oder generell die Storage Components brauchen ein Programm. Das heißt, wir müssen jetzt hier drinnen noch eine Maschine mehr irgendwie reinbekommen. Ich frage mich noch gerade wie, aber wir werden es nicht hinkriegen, weil dann zu viele Channel hier sind. Shit. Okay. Ja, wie baue ich jetzt hier nochmal um? Menge Fantasie. Ja, so in etwa fühlt sich das auch gerade an. Ja. Ich kann den Airfilter langsam wieder anschalten. Ich bin jetzt gerade wirklich am überlegen, wie wir das jetzt hier noch, wie ich das jetzt noch hinkriegen soll. Ja. Also, dass ihr vielleicht meine Problematik versteht. Ich habe jetzt hier noch eins, zwei. Also, wenn ich jetzt das hier hinstelle, die Maschine, habe ich nur noch drei Blöcke frei. Ja. Ja, und da muss ich noch ein Dance-Cable reinpacken und eine Abzweigung und ich selber will hier auch nochmal rein gerne. Wo musst du denn da selbst nochmal rein? Um zu gucken, warum das nicht funktioniert. Wenn es funktioniert, musst du ja nicht nochmal rein. Touché. Move. Ja, dann muss ich. Wie mache ich denn das jetzt? Warte, den könnte ich nach oben verlegen, glaube ich. So. Dann das Kabel weg. Jetzt hier wieder irgendwie die Dinger synchronisieren. Wenn ich wieder rausfinde, wie das geht. Ich habe fertig. Danke. Kannst neben dem ME-System einfach hinstellen. Einfach daneben? So, ja. Kann mal bitte einer von euch gucken, ob ihr Assemblies anfordern könntet? Ich kann gerade aktuell gar nichts anfordern, ist rot. Wie ist rot? Also ich kann keinen weiteren hinzufügen gerade. Es geht nur darum, ob das sichtbar war. Deswegen, also die Festplatten, die sind belegt. Wie heißt das nochmal? Was soll ich? Assembly. Ja. Kann ich sonst selber gucken. Ja, sieht man noch gut. Eine. Oh nein. Doch, kann ich gut. So, crafte schneller, bitte, heute noch. Danke. Und sehr wahrscheinlich wird das Ding wieder nicht funktionieren. Jetzt wird es aber hoffentlich wieder funktionieren. Okay. Das heißt, ich will hier eine Sache hinstellen. Input allowed. Dich hier rein, du raus. Du da rein. Dann will ich hier den Circuit Assembler hinstellen. Auch mit Input erlaubt. Da kommen jetzt die beiden Sachen rein. Dann ein Export-Bus. Ich glaube, dann war es das sogar schon. So. Der Exportbus bekommt Molten Tin. Du kommst den Kram rein. Ja. Ich glaube, so müsste es sein. Flame, kannst du mal bitte 4K, also die Disk anfordern? 4K Fluid Disk oder wie die heißen? 10 Stück. Weil du da gerade stehst.
meinst die 4K Fluid Storage Cell? Ja, genau. 10 Stück? Ja. Hab ich. Okay. Und sollte jetzt auch durchlaufen. Wenn der FV ist automatisch, jetzt noch automatisch nachlegt. So, warte, dann. Ja, die Vakuum-Tubes sind leer, das ist das Problem. Also die Maschine, die dahinter steht. Die braucht eigentlich Red Alloy, aber die Anlage hier unten will kein Red Alloy gerade produzieren. Kann die Anlage es wagen? Ja. So. Hier mal eben leer machen. Wir brauchen mehr Kisten hier unten. Oder größere, eins von beiden. So, haben wir noch Kisten? Ja. Gut. Aber dann kriegen wir jetzt zumindest schon mal die ersten 4K Fluid Cells. Ist schon mal ein Fortschritt. So. Sollte doch nur eine Cell bauen, oder? Eine Workbench? Ja. Also die braucht man nur einmal, das ist nur zu. Ich frag nur, because ich frag. Ja. Okay. Alter, muss ich viel vorbereiten. Was soll ich denn sagen? Dann. Packen wir die. Nein, da nicht. Packen wir sie mal hier hin. So. Das nächste, was ich jetzt noch brauche, sind ME-Drives. Dafür sollten wir hoffentlich alles da haben. So. Und die Chests. Genau, die hat nämlich die MV-Schaltkreise. Und... ich sollte das nicht mal direkt wegnehmen. Das brauchen wir noch. Genau, ich habe auch alle Rezepte einmal umgestellt, also da, wo es sinnvoll ist, dass die Substitution zwar nutzen, aber nicht als Substitution genutzt werden können. Das heißt, sie werden nur angefordert, wenn explizit das benötigt wird. Ich hoffe es zumindest, dass es jetzt so klappt, weil ich habe keine Ahnung, ich hatte noch nie so viele Probleme mit dem ME-System wie in diesem Modpack. Selbst in, hier, nicht, wie hieß das noch, dieses Größe, wo du am Anfang auch mit dabei warst, Jenny. Infinity Skyblock. Das kann sein, ich habe keine Ahnung. Ja, selbst da hatte ich nicht ansatzweise so viele Probleme wie aktuell. Das ist ganz schlimm. So, das heißt, ich brauche noch eine Plate Bending Machine. Und ich kann... Oh nein, wir haben kein Stainless Steel mehr. Bitte lass hier unten noch was sein schon. Wie viel brauchst du? Oh ja, sagen. Doch. Hier ist noch was. Ich habe Dark Steel habe ich noch. Ja, das brauche ich nicht. Ich habe noch Silicon, Solar, Gedönster. So. Das Ding kann dabei nicht abgebrochen werden. Dann. Einmal, zweimal. Na los, lauf schneller durch. Ich will heute eigentlich mit der ersten Flüssigkeit anfangen. Also, mit dem neuen System dann. So. Alter, man merkt, dass von Tier 1 auf Tier 2 so viel mehr Vorbereitungen für die Quest sind. Ach du Kacke, ey. Ja, ich muss hier die Hälfte craften, kann die aber zur Seite legen, weil ich die Hälfte davon noch doppelt brauche, Mist. Damit ich das eine vorbereiten kann. Also, Combustion-Generatoren. Einen bitte erstmal. Ja, das ist jetzt nämlich das nächste Problem. Wir müssen uns überlegen, wie wir das vernünftig mit den Engines machen. Ob wir jetzt wirklich dabei bleiben, pro Maschine eine Engine, oder ob wir das ein bisschen aufweichen. Weil effizient ist das definitiv nicht. Aber effizient spielen, naja, dann würde man was anderes machen als das, was ich mache. Dann würde man einfach kleine Anlagen wahrscheinlich erstmal bauen.
worauf ich aber absolut keine Lust habe. So. Ja, die beiden Dinger brauche ich ja auch nicht mehr. Denn das war Programm 2. Zack. Interface, dann das Ding. Das Ding. Hat jemand mir die Steel Plates geklaut? Können sollen. Ja, oh, komm schon, Leute. Fordere doch welche an. Also Steel Plates sind jetzt nun wirklich nicht das Problem. So, Assembling Machine ohne Programm, ohne irgendwas brauche ich. Das ist Programm 3, das ist ohne irgendwas und es ist voll. Du willst mich doch veräppeln. Wir haben doch sicherlich noch so eine Upgrade-Card. Nein, haben wir nicht. Shit. Haben wir hier noch? Ja. Dann klaue ich sie dir hier kurz raus. Ich habe nämlich keine Lust, noch einen dritten Assembler mit Rezepten ohne irgendwas aufzustellen. Ey, jetzt kommt Stahl an. Gut. Das bedeutet... Ich habe gerade meine Small Stainless Gears genutzt, die 4. Hey! Ich habe Mühen und Mut selbst hergestellt. Klaut ihr euch jetzt die ganzen Sachen gegenseitig oder was? Keine Ahnung, ich dachte, du wärst das. Nein. So, frag mal die, die nicht reagiert. Aha. So. Und keine Angst, bald kommen auch neue Co-Crafting-Units, dann könnt ihr auch mehr gleichzeitig anfordern. Also. Ich wollte ein Drive haben. Irgendwer hat was angefordert. Sind die Motoren schon alle? Ich brauch... keine Ahnung. Was meinst du? Irgendwer fordert gerade Motoren an. Ja, ich. Ein. Ja, wir haben keinen Molten Rubber mehr unten in der Maschine. Monster. Ja, ich leg nach. Wir haben bald auch keinen Rubber mehr. Nur so nebenbei. So. Na, ja. Doch, ne, hier hinten sind ja noch welche in dem Cross. Ah, dann. So, dann. Ein Drive bitte. Und noch 7 weitere von denen. Och, das gibt jetzt ein Grrr. Was denn? Nee, ich sehe gerade, die Quest hier hat noch was. Eine zweite Stufe. Welche? Also noch was zu tun, nicht nur. Ja, Inokulator, deswegen, also 4 Stück. Das nein, sind... das ist das andere, was anderes. Also. Gut. So, dann. Irgendwo hier waren sie doch. Hier. Gut. Dann habe ich jetzt hoffentlich alles, was ich brauche. Also, ich wollte einfach mal, ich werde jetzt einfach mal mit Distilled Water anfangen. Das ist, glaube ich, jetzt am Anfang so ziemlich das Einfachste. Oh, dass wir hier Blumen haben. Und zwar Chemical Reactor, Hydrogen oder Oxygen? Ach du Schande. Dann brauche ich jetzt gleich beides. Ja, wie mache ich das am besten jetzt? Ja. Trioxide brauche ich denn sowieso, das heißt... ja. Okay. Ich glaube, dann baue ich doch das, was wir haben, erstmal um. Weil ich das brauche. Also, hier sieht man, oder habe ich ja angekündigt,
Ich habe einmal die beiden Kabel, die runtergehen zum Autocrafting, an einen Denscale rangepackt. Und ein weiteres haben wir jetzt hier, was uns noch ein paar Channels zumindest gibt, um da drüben tatsächlich neu anzufangen. Die Idee ist, dass wir jetzt halt auf Festplatten speichern. Das bedeutet, beispielsweise, ja, womit fange ich denn jetzt mal an? Ich habe irgendwas kaputt gemacht gerade. Weiß jemand, welche Taste das Ding ist, damit ich, haben wir alle umgelegt. Keine Ahnung. Naja, kann ich dir gleich nach der Folge sagen. Oder raus. Ich hab's auf K, versuch es auch mal. Vielleicht war das die Standardeinstellung. So. Naja, die Standardeinstellung ist ein... Muss irgendeine Taste sein, die sie in der Nähe sehr viel nutzt. Kann sein, aber ich bin trotzdem doof. So. Okay. Also, ich möchte gerne Wasser einmal umlagern. Und zwar mit der Cell Workbench kann man voreinstellen, was sozusagen auf eine Festplatte rauf kann. Das heißt, ich habe jetzt hier beispielsweise Fluid Storage und da kann nur Wasser rein, mehr nicht. Heißt, wenn ich es jetzt hier rauf packe, sieht man, es wird langsam mehr. Und Wasser wird logischerweise auch ein bisschen mehr. Bedeutet, wir haben jetzt sozusagen Wasser gelagert. Dann wollte ich jetzt noch einmal Oxygen, wovon wir nicht mal mehr einen kompletten Ding haben. Oxygen und einmal Hydrogen. Was willst du? Du hast mich angelogen. Was denn? Du hast gesagt, es kommt nur noch drei Maschinen. Hey, ich hab gesagt, zwei. Den Inokulator wahrscheinlich noch. Nee, den Polymeiser und jetzt den Inokulator. Den Polymeiser hatten wir schon. Wo ist der denn? Nein, also der war schon da, wo ich dir das gesagt habe. Oh, ich dachte, du meinst insgesamt. So. Das heißt, Oxygen und Hydrogen ist jetzt auch da. Und das letzte ist jetzt noch das Molten Rubber. Dann ist nämlich der ganze Kram da schon mal weg. So. Dann, ja, also ich werde im Endeffekt jetzt nächstes Mal oder bis zum nächsten Mal so rum, werde ich die Tanks einfach ins System wieder importieren. Wie gesagt, wir können die eh komplett importieren. Weil wir jetzt, oder? Warte, ich könnte es auch jetzt direkt eigentlich machen. Ja, die Dinger hier können alle weg. Was ist, Jenny? Habe ich einen Fehler gemacht? Ich habe sowas für einen Fehler gemacht. Ich habe das falsche Copper verwendet und falsche Wire gemacht. Annihilated? Ja. Gemacht oder brauchst du? Ich brauche normales Copper Wire und habe Annihilated Copper Wire gemacht. Ja, du kannst es aber auch einfach anfordern. Ja, ich hatte das ja noch im Inventar und ich habe die nur zusammengecraftet. Das war halt nicht mehr als. Okay. Weißt du? So. Das hat. Ach. Ich brauche noch mal ein paar neue Interfaces. Dann werde ich es jetzt einfach doch schon direkt reinpumpen lassen und fertig. Kann ich ja glücklicherweise relativ einfach machen. So. Okay, das kann dauern. Was denn? Glas. Hä? Ich brauche Glas. Achso. So, ihr vier. Dann. Einmal hier alle trennen und extract. Und sie sollten jetzt weniger werden. Yep. Gut, das heißt, das ist jetzt gleich im System. Dann haben wir jetzt nämlich ein bisschen anders das gedacht. Meistens braucht man ja gar nicht die Zellen, die Flüssigkeiten als Zellen, beziehungsweise andersrum, als Zellen produziert man die Flüssigkeiten nicht. Das machen wir jetzt nur noch nach Bedarf. Das heißt, die Electrolyzed Water Cellen, weiß ich, brauchen Wasser. Ergo
müssen wir jetzt hier ein Fluid Canner hinbauen. Okay, den Fluid Canner in HV bauen ist eigentlich schwachsinnig, oder? Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es Sinn macht, den in HV zu bauen. So. Dann mache ich es einmal so. Und das bedeutet, ja, machen wir das Entleeren hier auch hin? Jenny, ich brauche mal deine bautechnischen... Gerade sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Gut, dann baue ich es jetzt einfach. Dann musst du damit leben. Ich werde damit leben und überleben. Ich schon. Ich werde mich stets bemühen. So. Jetzt ist die Frage, die... Ne, die Generatoren wollen wir eh im Boden legen. Okay. Das heißt, hier kommt jetzt ein Interface drüber. Das wird jetzt erstmal hier richtig schön hässlich angeschlossen. Hey. So. Auch schon mal intelligenter und bewanderter Mathe. Kein Kommentar. Wir lernen, man braucht 2 mal 10 sind 20. Für die 20 brauche ich jemals, also für eins davon brauche ich jeweils 4 Glas. Also brauche ich insgesamt 20. Jo. Ist doch so, oder nicht? Ui, LV High Amt Transformer. So. Ja. Das heißt, nee, hier muss ein Dual-Interface hin. Denn ich mache hier einmal das Rezept. Ich habe natürlich intelligenterweise die volle Zelle weggelegt. So. Und was so? Warum macht er das jetzt nicht? Das ist jetzt komisch. Ach, warte mal. Warum mache ich das überhaupt so kompliziert? Oder? Also, was ich mir jetzt gerade überlegt habe, wir machen das ja aktuell mit den Conduits. Aber die Interface packen ja selbstständig in Maschinen rein. Das heißt, eigentlich könnte man auch den Auto-Output-Mode benutzen von denen. Problem ist nur, ich weiß nicht, ob beispielsweise eine Redstone-Card bei denen funktioniert. Nee, tut's nämlich nicht. Okay, Flame, wir müssen jetzt eine wichtige Entscheidung treffen. 5! Ja, das klappt leider nicht. Eine Option. Wir können wortwörtlich Dauerproduktion einschalten. Also das heißt, wir können die nicht deaktivieren, dafür können wir aber deutlich kompakter bauen. Und einfacher vor allem. Oder wir machen das mit den Conduits und können dann gegebenenfalls an- und ausschalten. Ja, jetzt natürlich würde ich als Laie sagen, an- und ausschalten hört sich gut an. Was sind denn die negativen Nachteile von an- und ausschalten? Dass es komplizierter ist, wie gesagt. Ah, im Sinne von? Wir müssen überall Conduits hinpacken, wir müssen die Schaltungen vernünftig hinkriegen. Und für viele Sachen werden wir es wahrscheinlich nicht mal brauchen.
Weil sowas wie Rubber kriegen wir ja nirgends her, außer aus dieser einen Maschine. Das heißt, es ist ja egal, ob die jetzt nun dauerhaft läuft oder nicht. Aber, ja, gut. Ach, mein Wrench ist kaputt. Kommt eine neue. Ich glaube, wir machen es mal doch lieber mit ein- und ausschaltbar. Okay, Jenny, du musst hier nachher mal den Boden flicken. Warum habe ich das Gefühl, dass ich es am besten sofort machen sollte? Nö, so schlimm ist es noch nicht. Diese Betonung auf, so schlimm ist es noch nicht. Ich finde die Betonung nett. Jo. Ich weiß auch nicht, was du hast. So. Dann. Ein Dual-Interface. Du hast das Rezept. Und du sollst dauerhaft Wasser rausgeben. Jetzt ist die Frage, warum gibst du nicht dauerhaft Wasser raus? Weil wir haben doch Wasser im System. Ja, System, aktualisier dich. Aber da bist du da. Hä? Ich verstehe es nicht. Weil beim Fluid-Interface scheint es zu funktionieren. Oder das Dual-Interface funktioniert anders. Das kann natürlich auch sein. Ja, wie teste ich das mal? Ich brauch den Scheiß auch noch. Nicht eine Zelle, sondern... Nehmen wir einfach mal einen Eimer Wasser. Vielleicht funktioniert das damit. Ne, ist genau das gleiche. Hä, warum funktioniert das nicht? Ja. Ne, sightless. Okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich würde sagen, ich gucke mir das gleich mal eben kurz an. Weil, ja. Ich habe jetzt schon wieder ewig lang gebraucht. Ja, ich gucke es mir mal an und dann werden wir nächstes Mal hoffentlich das hinkriegen. Und dann können wir nächstes Mal auch hoffentlich endlich anfangen, die Maschinen hier umbauen und dann die neuen Rezepte endlich mal machen. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugehabt. Lasst Kommentarbewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Yeah.